Und damit willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreißbrote, ja. Wir sind jetzt gerade bei Dr. Mephisto, oder wie der heißt, Mephistopheles. Hätte man echt mal besser beschriften können. Auf seiner Führung und alles geht den Bach runter. Die Sechstklässler sind entkommen. Das hätte auf keinen Fall passieren sollen. No shit. Eltern sind doof. Ja, aber oh shit. Schon okay. In der Turbahn sind wir sicher. Oh, die Turbahn geht nicht mehr. Jemand muss zum Hauptprozessor und die Überbrückung aktivieren. Wo ist der Prozessor? Im dritten Stock. Ah, war blöd, den da zu platzieren, oder? Jemand muss also runter und den Schalter betätigen. 1, 2, 3, ich nicht. Ich nicht. Sorry, aber du bist die einzige logische Wahl dafür. Ja, eigentlich bist du schon an allem hier schuld. Natürlich, es ist doch immer ich. Warum eigentlich, Alter? Ich hätte mir diese App zur Prozessorsteuerung auf mein Telefon laden sollen. Ich kenn's. Das ist aber Dalli. Geht nicht. Die Mobile hat hier kein Netz. War ja klar. Ja, aber man kennt's. Schuh ist so doof. Sechstklässler. Passieren. Okay, was machen wir jetzt hier? Ja. Wie kommen wir am besten sicher hier rum, um dieses giftige Giftzeug? Das sind übrigens Ärsche. Ich dachte, ich sollte es euch mal sagen an der Stelle. Okay, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen überfordert. Ah ne, das ist die Tür, aus der wir gekommen sind. Gut, schön, dass ihr mich mal wieder komplett überfordert hier zurücklasst. Ja, das Zeug ist giftig, war klar. Gut. Kann ich irgendwas dahin schieben vielleicht? Jetzt? Fickt euch. Gut. Hier. Ja, war irgendwie klar. Ich dachte, es geht nur bei Lava. Aber. Wie mein Popschutz gekommen? Toolshed. Toolshed regelt, Alter. Stanley! Arschgeiler Arsch! Danke, glaube ich. Hau rein, Alter. Hau rein, my boy! Die Treppe ist direkt hinter dieser Tür. Aber die Tür lässt sich ohne Strom nicht öffnen. Der Sinn von Treppen ist doch, dass man keinen Strom braucht. Wenn der Generator da läuft, geht die Tür zur Treppe auf. Ja. Na, warte da oben. Butters! Den Hamster! Man reiche mir den Hamster, Butters! Es geht ab, Butters, my boy! Das habe ich nicht vermisst. Gut. Und bam! Kabum. Sterben die eigentlich oder was ist da los, Butters? Was ist da los? Ja, jetzt erstmal hier schon mal Freiräumen für Jimbo. Nicht Jimmy. Ja, weil die beide brünett sind. Scott. Ja, bitte! Ja, komm, Scotty. Jetzt geht's ab! Ich hab meine Pflicht getan. Nun muss ich gehen. Hau rein! So, rein hier. Das finde ich immer noch lustig. So, jetzt ziehe ich das natürlich wieder hier hin, man kennt's.
So, steh wieder auf, Alter. So. Das sieht aus, als könnte ich es ausrauben. Kann ich auch, gut. Irgend so ein Zeug. Irgendwas, was wir zum Craften brauchen. So, Energiezelle rein da. Jetzt können wir endlich die Treppen benutzen. Ja, genau. Jetzt geht's zur Treppe. Oh, fuck. Okay, jetzt an meinem toten Sohn vorbei. Weiter nach Westen. Oh, hier gibt's Viertklässler. Ja, mutierte Sechsklässler. Komm her, Penner. Hey, Jasper. Komm her, Alter. Hier gibt's Titten zu sehen, Mann. Titten? Ich will auch Titten sehen. Wo? Lern's erstmal aussprechen, du Loser. So, kaufen wir erstmal ein. Kann man nicht mal brauchen. Und was zu klauen. Titten. Titten, da. So, Toolchat. Keine Ahnung, was uns das bringt. Hoffentlich was Gutes. Toolchat, der richtige für jeden Job. Ja, Mann. Bam. Aber ja. Kommen wir jetzt einfach nur in diesen Eimer ran, oder? Was ist da los? Hau rein, Stanley. Gut. Können wir den töten? Oh, da gibt's was drin. So, Butters, komm ran. Kann ich euch irgendwie ausschalten? Okay, ist angewidert. Hatte ich jetzt den ersten Schlag oder er? Ja, ich. Gut, ich würde sagen, die sind hardcore drauf, die Burschen. Da tauschen wir mal Butters gegen Kenny ein. Lernen wir das. Und ran da. Okay, reiße mir ein paar Arsche auf. Oh Gott, was sind das für Missgeburten? Ja, ja, die sind scheiße, die sind scheiße. Blöde kleine Viertklässler. Magst du das, Viertklässler? Gibt's in der Mittelschule noch viel mehr davon. Komm her, du Knirps. Alter, die gehen direkt auf My Boy los. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Okay. Darauf, der kommt. Bam, bam, stirbt. Das habe ich kaum gesehen. So, der explodiert jetzt. Trifft seinen Kollegen da hinten. Der stirbt dadurch auch direkt. Sehr gut. Ihr seid tot, ihr Penner. Au! Alter, direkt. Warum gehen alle auf Craig los? Was ist da los? Nur weil er schwule, scheiß homophobe Pisser. Ich mache gerade eine Menge durch und dich hauen zu wollen gehört dazu. Tall Girl ist dran. Nee, wir stellen uns jetzt hier hin und jetzt bam bam. Ich hoffe mal, Wunderarsch wird dadurch nicht verletzt. Das wäre nämlich nicht cool. Nee, zum Glück nicht. Und die sind angewidert. Und dieser Generator. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Stirbt gleich. Gut, Kenny, platzieren wir erstmal hier. Okay, ich bin dran. Und du gehst dann auch schon mal direkt drauf. So, komm, bam. Mann, euch Viertklässler hasse. Euch zu verkloppen hat wenigstens therapeutische Wirkung. Ja, natürlich. Du kotzt mich an. Mich auch, Alter. Aber wir können auch gar nicht unseren super Angriff machen. Gut, den Kollegen friere ich dann erstmal ein. Das wäre, glaube ich, vom Vorteil. Oh, jetzt gibt's Ärger! Schnauze. Du setzt aus, Alter. So. Und er kotzt noch. Sehr schön. Nope, wir müssen Craggity Craig Craig retten. Du bist nicht dran!
Ich sag doch, die sind, das sind homophobe Wichser. Da kratze ich mich erstmal im Kopf. Gut, der macht Kotze die Kotz-Kotz. Der stellt sich einfach nur hin, weil er wahrscheinlich... Doch, er kann Craig erreichen. Okay. Ich kann gut jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Callgirl ist dran, sie erledigt ihn jetzt vor. Ein echter Schocker. Kriegt der Gorilla-Typ da auch nochmal ein bisschen Schaden von der Explosion und ist angewidert, das ist gut. Ja. So, und der Teil geht gleich auch hoch, du. Los geht's. Mysterion, nö. So, so. Na komm, ruf mir ihn mal. Ich wollte ihn jetzt zeigen. Oh, heiliges Drogenfläschchen. Für Valhalla. Heavy Metal, Bitch! Ja, Mann. Das ist doch schön. Bomben los! Rock'n'Roll, Heavy Metal, yeah. Ganz vergessen, dass es so episch war. Es ist Craig-Zeit, ich meine Super-Craig-Zeit. Ah, stimmt, die sind homophob, das gefällt dir nicht. Power of Love. Yeah. Ich liebe den Song. Alter, du schlägst gerade ein Mädchen, du Pisser. Du musst noch eine Menge lernen. Ah, ich hasse Schule. Ah, und der geht hier. Natürlich, und er tötet. Ah, my boy. Ja. Hat hier jemand einen Kräuter? Ich glaube, my boy ist tot. Gut, töten wir den. Brutal. So, dass Craig gleich seine Rache kriegt. Gebraucht. Es ist soweit. Okay, Kenny kann auch mal was machen. Cool. Und verkackt. Du bist blöder als Schule und Eltern zusammen. Fick. Er ist es, Super Craig. Okay, wir erreichen ihn nicht, also machen wir ihn wütend. Ich fresse eure blöden Viertklässler fressen. Mal die Schnauze. Gut, frieren wir ihn ein, dann haben wir noch ein bisschen Action, so dies, das, Ananas. Und ich setze mich anders an. Callgirl zieht ins Gefecht. So, Callgirl macht ihren Lieblingsangriff. Ihren besten, mein Lieblingsangriff. Weil er einfach jeden immer erwischt. Das ist sehr gut. So, und Kennedy Kenny, der killt jetzt zum Schluss. Die Freedom Pals gewinnen wieder. Oder so. Genau. Irgendwie. Keine Ahnung. Scheiß Mutanten. Sehr gut. Die Luft ist rein. Der Prozessor müsste direkt hinter der Tür sein. Wir sind gleich bei dir. Oh, Brüste. Cool. Lass mich durch. Okay, zu dem kommen wir nicht. Lassen wir mal wütend ohne Brüste zurück, während hier überall Brüste sind. Anatomische Brüste aber. Naja, Wissenschaft. Neuer, Gott sei Dank. Der Karl ist total verrückt geworden. Cartman, du blödes Arschloch, was machst du da? Connor hat mich hergebracht. Dieser miese... Oh, fresse, Kuhn. Bald wird diese Stadt dich und die Kuhn-Freunde los sein. Wir sind die Freedom Pals, du Spast. Wir wissen, was du vorhast, Eric. Du treibst die ganze Stadt mit Katzenurin in den Wahnsinn. Wir wollen wissen, warum. Ja, wieso, du Krankes? Ah. Ist das nicht offensichtlich, Kuhn? Diese Stadt ist krank. Das wissen wir beide. Nur einmal im Jahr ist die Stadt, wie sie sein sollte. An Weihnachten. Deshalb habe ich die Handelskammer benutzt, um meinen Plan zu verwirklichen.
Die Verbrechensrate hochtreiben, als Bürgermeister kandidieren, einen Haufen Follower kriegen, Mutantenwunder, Arschklonen, Wahl gewinnen. Jeden Tag Weihnachten. Ziemlich geiler Plan, oder? Also prinzipiell ja. Schade, dass keiner erfährt, wie perfekt mein Plan aufgegangen ist. Alter, diesmal bist du echt zu weit gegangen. Damit wirst du nicht durchkommen. Ach nein, ich hab Wunderarsch-Follower. Jeder einzelne von ihnen folgt jetzt mir. Ach, ziemlich genial. Eric, ich weiß, dass jeden Tag Weihnachten toll klingt, aber das wird es nicht sein. Halt's Maul, Dr. Timothy. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss eine Wahl gewinnen. Nein, nein, so eine Kacke. Das war's wohl mit dem Hauptprozessor. Mist. Wieso habe ich den nur auf eine Falltür gebaut? Wieso denn auch nicht? Ich fürchte, einer von euch muss sich zum Erdgeschoss durchkämpfen und von da das Turmmobil rufen. Okay, na gut. Also beeil dich ein bisschen, Wunderarsch. Ja, hör auf, Zeit zu verschwenden. Schnauze, Butters. Jeden Tag Weihnachten, ja. Sie schalten diese Turban wieder ein, oder? Keine Sorge, Moskito heult. Wir sterben hier drin schon nicht. Wir kommen hier rauf. Es ging uns schon mal schlechter, ja. Ja, jeden Tag Weihnachten, da fällt mir so ein Tick-Trick-und-Track-Cartoon aus meiner Kindheit ein. Die wünschen sich, oh, jeden Tag Weihnachten und irgendwann verliert das halt voll die Bedeutung und am Ende realisieren die, Weihnachten ist nicht für die Geschenke der, sondern für die Familie und die, die dich lieben. Ja, und dann ist nicht mehr jeden Tag Weihnachten, weil die ihre Lektion gelernt haben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Part und habt auch was aus dieser Lektion gelernt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!